So here's to the people. A long way to come. Die, fast gestimmt. Emigrant races from merciless places are run. So here's to the people. A long way to come. The emigrant races from merciless places are run. Oh, they don't believe what government says. They don't like to wait until they're dead. So many reasons, so many have fled. Animosity and bloodshed. Here's to the people, I-oh, a long way to come. The emigrant races from merciless places are run. Es gibt ja auch so Leute, die in ihrem Kopf spielen können, aber here's to the people, a long way to come. Lass es wieder. The emigrant races from merciless places now run. Ist noch ein bisschen verstimmt, aber so ist das. Man hört natürlich den Unterschied zu so einer Gitarre. Aber so eine Gitarre kann man nie auf einem Motorrad mitnehmen, weil die einfach, wenn man die jetzt, also müsst ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt hier so sitzen würde auf dem Motorrad, die Gitarre, die würde ja direkt so hinter mir, und da wird der Hals rausgucken, also ungefähr die Höhe, der wird einen so zurückziehen, das ist auch überhaupt nicht bequem, und da würde ich lieber eine Flasche Whisky mitnehmen. Die was? War das jetzt das Stichwort? Nee. Achso, apropos, wir sind ja heute hier im... Ja. Hätte ich da so Werbung reinmachen müssen? Nein, oder? Ich mach schon. Achtung, meine Damen und Herren, jetzt ist die Gelegenheit. Es hört sich einfach besser zu, wenn man jetzt einen Whisky trinkt. Kredenzt von Volker Retzke. Genau. Ja, das zu der Gitarre. Hahaha. Ich habe natürlich nur so ein paar Passagen hier ausgewählt. Jetzt kommt das Bild vom Andrew. Das passt nämlich zum nächsten Artikelchen. Der Harley-Fahrer trägt aus tiefster Überzeugung keinen Integralhelm. Da friert er lieber. Meist mit einem Helmschälchen bewehrt, zwinkern die vom Wind gepeinigten roten Augen durch eine coole Sonnenbrille. Ein Tuch aus wasserabweisender Seide oder Kunstfaser um Nase, Mund und Hals geschlungen, trotz dem Wetter. Der kundige Biker weiß, Baumwolltücher verkleben bei Schnee und Regen wie nasse Eispampe Hals und Gesicht. Trotzdem, das Wehklagen bei Tempo 80 im kalten norwegischen Dauerregen hört ja niemand. Gleichgesinnte werden heftig nicken. Selbst kleine Regentropfen wirken bei höheren Geschwindigkeiten wie eine Art Gesichtsakupunktur. Andrew, da im Bild, trägt ebenfalls einen mattschwarzen Jethelm, ist aber so schlau, einen Gesichtsschutz aus Neopren zu benutzen. Dieser schützt ihn hervorragend vor schlechtem Wetter, aber er verschlimmert hoffnungslos den Gebrauch seiner schwäbischen Muttersprache. Ich verstehe ihn akustisch nicht mehr. Das war jetzt so ein Witz, ich habe beim Andrew über seinen Motorradclub auch gelesen, dann als Schwaben, und Fastnet ist die schwäbische Fastnacht. Fastnet so schnell, da haben die mal alle gelacht, das fand ich mal richtig toll, weil die lachen ja sonst nie, die Schwaben. Wenn ich da lese. Das war gut. Ja, auf jeden Fall, ich habe den, muss dir das vorstellen, der nimmt mir das nicht übel, wenn ich das erzähle, das weiß ich. Der schwebelt eh schon, dann nuschelt er noch, und wenn er jetzt noch diesen, ich habe da immer nur gesagt, ja, 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 okay, ja. Ja, Schatz. Und noch ein, also es war schon echt Lust, genau, Volker. So ist das. So, das nur mal zum Verständnis. Wir haben uns darauf geeinigt, an einem Montag zu starten, da erfahrungsgemäß das zu erwartende Verkehrsaufkommen der deutschen Autobahn werktags niedriger ist. Eine gute Idee. Oft habe ich mich gefragt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, eine solche Reise zu unternehmen? Ganz einfach, der richtige Zeitpunkt ist erreicht, wenn du losfährst. Am Vortag wird alles gepackt, ich bin sämtliche Listen noch einmal durchgegangen und ziehe den Regenkombi wieder aus dem Sack. Es regnet. Der Wetterbericht spricht von heiter bis wolkig. Andrew ruft an, um mir mitzuteilen, dass die Werkstatt an seinem Motorrad noch einen Fehler der Kupplung ausmerzen wird. Bis zum Mittag sollte das behoben sein. Das ist natürlich von der Suzuki, aber ich fand das Bild so schön mit dem
in Teilen da, weil die kriegt keiner mehr zusammen, glaube ich. Ja, ich habe dann überlegt, da sind wir ja getrennt voneinander, haben wir losfahren müssen. Ich habe dann überlegt, dass ich ja dann noch ein paar Pausen mehr einplanen kann. Also das, was da jetzt rot ist, sind alles Pausen. Also nur Pausen. Ja, logisch. Das Leben besteht aus... In deinem Alter. Also. Müssen wir schon Pausen machen? Ich frage nur, ich kenne das ja auch. Ne? Da wird schon unruhig, ja. Ja, genau. Okay. Ich wollte nur sagen, wir haben auch eine Toilette. Dann, was ich jetzt nicht mehr lese, ist die Sache mit meiner Wäscheklammer, weil dann die Leute haben mich immer ausgelacht. Ich habe auch meinen Choke repariert, ich brauche die Wäscheklammer. Ich habe mal einen Fehler gemacht, meine Harley ist ja mittlerweile 18 Jahre alt. Vor 18 Jahren habe ich mich immer geärgert, der Choke, der Kaltstartknopf, der hat ja keine Startautomatik, die ging immer so schwer. Und dann habe ich den eingefettet, mit dem Ergebnis, dass er dann überhaupt nicht mehr ging. Dann ist immer wieder reingerutscht. Und irgendwann, nach 15 Jahren, hat mir mal jemand erzählt, dass da so eine kleine Sicherung ist, wenn man die zudreht, dann geht der Choke butterweich raus und butterweich rein. Deswegen, das lese ich jetzt nicht. So.